Shalom zusammen. Es gab früher in der Antike sehr viele falsche Götter und daran hat sich bis heute nicht viel verändert. Auch wenn griechische Götter wie Zeus heute nicht wirklich verehrt oder angebetet werden, so wird trotzdem in vielen Comics, Serien oder Kinofilmen an diese antiken Gottheiten erinnert. Über den Olymp der griechischen Götter wird Folgendes berichtet. Die eigentliche olympische Götterfamilie bestand aus 12 Gottheiten. Zeus, der Göttervater, war der Herrscher der olympischen, ihm untertänigen Götter und der Menschen. Er leitet die Versammlungen und den Rat der Götter. Als ehrfurchtgebietender Gott des Himmels und des Wetters gebrauchte er seinen furchtbaren Donnerkeil. So wie die Familie Gottes auf Erden, nämlich das Volk Israel, 12 Stämme und Jesus 12 Apostel hatte, so gab es im sogenannten Rat der Götter ebenfalls 12 Götter in der Götterfamilie, weil Satan nur die Wege des Herrn kopiert und pervertieren will, denn im Himmel gibt es in der Tat einen Rat, allerdings des wahren Gottes. So heißt es in Hiob 15 ab Vers 8, im Psalm 11 Vers 4 und in Kapitel 82 ab Vers 1. Hast du zugehört im Rat Gottes und die Weisheit an dich gerissen? Was weißt du, dass wir nicht wissen? Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Gott steht in der Gottesversammlung, inmitten der Mächtigen richtet er. Auch laut Bibel gibt es also ein Rat Gottes im Himmel, wo sich Gott mit einigen seiner Geschöpfe berät. Was im Himmel beraten wird, werden wir uns gleich noch genauer anschauen, doch dieser Rat Gottes wird also auch als Gottesversammlung bezeichnet, wo Satan gerne zurück möchte. In Jesaja 14, Vers 13 heißt es über die Gedanken Luzifers: Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Da in der Bibel Sterne auch Symbole für Engel sind, möchte Satan also seinen Thron über die Engel Gottes erhöhen, und zwar auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden, also ganz oben, womit wahrscheinlich die Gottesversammlung aus Psalm 82 gemeint sein dürfte. Doch nicht nur im Himmel möchte Gott mit seinen Geschöpfen Versammlungen haben, sondern auch auf der Erde mit den Menschen. So heißt es im dritten Buch Mose, Kapitel 23, Vers 2. Das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Dies sind meine Feste. 6 Tage lang soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist ein Sabbat der Ruhe, eine heilige Versammlung. Sowohl der wöchentliche Sabbat als auch die anderen 7 Feste Gottes werden also ebenfalls als heilige Versammlungen bezeichnet, weil es eben die Feste Gottes sind, also 100% himmlischer Natur und 0% heidnisch. Und so wie Gott auf Erden eine Gemeinde hat, so gibt es auch eine himmlische Gemeinde. Im Psalm 89 heißt es ab Vers 6: Und die Himmel werden deine Wundertaten preisen, o Herr, ja deine Treue in der Gemeinde der Heiligen. Denn wer in den Wolken ist dem Herrn zu vergleichen? Wer ist dem Herrn ähnlich unter den Göttersöhnen? Gott ist sehr gefürchtet im Kreis der Heiligen und furchtgebietend über alle um ihn her. Wenn Jesus im Vaterunser davon spricht, dass Gottes Wille im Himmel und auf Erden geschehen soll, dann ist damit gemeint, dass die himmlischen Geschöpfe und die irdischen Geschöpfe den Willen Gottes tun sollen, indem sie Gott gehorsam sind und nicht wie Luzifer anfangen, gegen Gottes Wege und Pläne zu rebellieren. Im Psalm 103, Vers 19 lesen wir, dass der Herr seinen Thron im Himmel gegründet hat und seine Königsherrschaft über alles regiert. Diese Herrschaft wollte Gott mit den Menschen teilen, weswegen in Genesis Kapitel 1, Vers 26 Folgendes geschrieben steht: Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die ganze Erde. Nun, die Herrschaft der Menschen über diese Erde verlief in den letzten knapp 6000 Jahren nicht gerade so, wie es Gott sich gerne vorgestellt hat, doch es gab in jeder Generation gläubige Menschen, die Gottes Willen taten, weswegen sie, laut Offenbarung 20, Vers 6, Priester Gottes und des Christus sein werden
und mit Jesus für 1000 Jahre auf dieser Erde regieren bzw. herrschen werden, und dann wird schließlich Gottes Wille im Himmel und auf Erden umgesetzt. Doch schauen wir uns jetzt 2, 3 Beispiele an, was im Rat Gottes, also in den himmlischen Gottesversammlungen, so besprochen wird. Im ersten Buch der Könige heißt es in Kapitel 22 ab Vers 19: Micha aber sprach, darum höre das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn auf seinen Thron sitzen und das ganze Heer des Himmels bei ihm stehen, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Und der Herr sprach, wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und bei Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist hervor und stellte sich vor den Herrn und sprach, ich will ihn betören. Und der Herr sprach zu ihm, womit? Und er sprach, ich will hingehen und ein Lügengeist sein im Mund aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören, und du wirst es auch ausführen. Geh hin und mache es so. Und nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist in den Mund aller dieser deiner Propheten gelegt, und der Herr hat Unheil über dich geredet. Was hier im Rat Gottes besprochen wurde, war also, wie man König Ahab sozusagen loswerden könnte, was schließlich unter anderem durch einen Lügengeist geschehen sollte, den der Herr gesandt hat, nachdem der Herr dies mit einigen seiner himmlischen Geschöpfe besprochen hat. Gott sucht also Austausch zu seinen Wesen, sowohl im Himmel und zu uns Menschen auch durch den Heiligen Geist auf Erden. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an, das wir in Jesaja Kapitel 6 ab Vers 9 finden, wo geschrieben steht: Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh und sprich zu diesem Volk, hört immerfort und versteht nicht, seht immerzu und erkennt nicht, mache das Herz dieses Volkes unempfänglich und mache seine Ohren schwer und seine Augen verklebe, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, und damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es nicht bekehrt wird und sich Heilung findet. Es ist durchaus möglich, dass der Herr die Frage, wen er senden soll, in der Gottesversammlung stellte, ähnlich wie beim Propheten Micha eben, doch Jesaja hörte diese Frage und hat sich bereit erklärt, für Gott zu gehen und diese Aufgabe zu übernehmen und die Botschaft Gottes zu übergeben. Das wohl bekannteste Gespräch der Bibel, das im Rat Gottes stattfand, finden wir in Hiob Kapitel 1 ab Vers 6, wo ebenfalls Folgendes geschrieben steht: Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten, und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach, vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenden Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsumher eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn hinweg. Wir können davon ausgehen, dass Satan heute keinen Zugang mehr in den Rat Gottes hat, aber wir wissen auch, dass Satan den Hiob zwar sozusagen stark anpackte, doch trotz der vielen Niederschläge wurde Hiob am Ende noch mehr gesegnet als zuvor. Satan war auch dabei, als Gott die Himmel und die Erde erschuf, denn in Hiob 38 ab Vers 4 fragt Gott den Hiob, wo dieser war, als Gott den Grund der Erde legte, während die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten. Auch Engel werden also als Söhne Gottes bezeichnet, doch alle Engel einschließlich Satan sind von Gott erschaffen worden, wie man unter anderem in Hesekiel 28 Vers 15 nachlesen kann, denn dort steht, dass Luzifer vollkommen in seinen Wegen war, und zwar vom Tag seiner Erschaffung an, bis Sünde in ihm gefunden wurde und er anfing, gegen Gott zu rebellieren. Während Engel als unsterbliche Geistwesen erschaffen wurden, werden Menschen als sterbliche Wesen geboren,
die nur in Jesus Christus Unsterblichkeit erlangen können. Doch in der göttlichen Hierarchie steht der Mensch tatsächlich über den Engeln, weswegen Paulus im 1. Korintherbrief Kapitel 6 Vers 3 die Frage stellt, ob die Jünger nicht wissen, dass wir, also die Gläubigen, eines Tages sogar Engel richten werden. So wie der Vater dem Sohn das Gericht übertragen hat am Ende der Tage, so wird auch Jesus das Gericht an die Gläubigen weitergeben, weswegen dann sogar Engel von uns gerichtet werden. Luzifer wusste das und war zu stolz, um sich diesen sterblichen Wesen namens Mensch unterzuordnen. Im Psalm 82 heißt es ab Vers 6, Ich habe gesagt, ihr seid Götter und allesamt Söhne des Höchsten, dennoch sollt ihr sterben wie ein Mensch. Mit diesen Göttern bzw. Söhne des Höchsten sind nicht etwa die Engel gemeint, sondern die sterblichen Menschen, die sozusagen vor ihrer Wiedergeburt und Auferstehung als sterbliche Menschen auf Erden wandeln, doch danach ebenfalls wie die Engel Unsterblichkeit erlangen, also Göttlichkeit. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 9 und in Lukas 20, Vers 36 über die irdischen Söhne Gottes, Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Denn sie können nicht mehr sterben, denn sie sind den Engeln gleich und Söhne Gottes, da sie Söhne der Auferstehung sind. Was das Wesen angeht, so werden wir den Engeln gleich sein als unsterbliche Geistwesen, doch in der Hierarchie sind die wiedergeborenen Gläubigen über den erschaffenen Engeln, auch weil wir als Menschen Erfahrungen im Leben gemacht haben, die ein Engel niemals machen könnte und niemals gemacht hat, weil sie eben nicht sterben können. Über allem steht also der himmlische Vater, denn auch Jesus sagt in Johannes 10, Vers 29 und in Kapitel 14, Vers 28, dass der Vater im Himmel größer ist als alle, auch größer als Jesus. Jesus kommt in der göttlichen Hierarchie nach dem himmlischen Vater, da Jesus zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt. Außerdem stehen die gläubigen Menschen in der Hierarchie über den Engeln Gottes, was spätestens bei der Auferstehung der Gläubigen deutlich wird. In Römer 8 ab Vers 14 und in Galater 3 Vers 26 steht geschrieben, Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, also durch den Heiligen Geist, die sind Söhne Gottes. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Ungläubige Menschen lernen aus einigen ihrer Fehler für ihr irdisches Leben, da sie im schlimmsten Fall nach dem Gericht Gottes im Feuersee landen, während gläubige Menschen aus ihren Fehlern für die Ewigkeit lernen. Ein Leben als Mensch hat Grenzen, einen Anfang und ein Ende, doch in Jesus Christus wartet eine Auferstehung auf uns, nach der das Leben keine Grenzen mehr kennt, da wir dann ewig leben werden im Einklang mit Gott und seiner Schöpfung. Jesus fragte den Nikodemus in Johannes 3, Vers 12, Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von den irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Ich glaube, der menschliche Verstand reicht nicht aus, um gänzlich nachvollziehen zu können, was Gott für jene bereit hat, die ihn lieben, weswegen ich nur an jeden Menschen appellieren kann, Jesus sein Leben anzuvertrauen, denn die Wahrheit kommt bald ans Tageslicht. Und das war, ist und bleibt der Sohn des allmächtigen Vaters im Himmel, Jesus Christus, der König der Könige. Amen.